Hallo und willkommen zurück im Mega-Schweine-Projekt. Unser Rosselmarsch-Torum hat inzwischen schon ein bisschen weiter gedroschen hier auf dem Feld Nummer 20. Was haben wir schon gemacht? Die Seemaschine haben wir schon mal zum Hof geholt. Dann kann der nämlich jetzt erstmal weitermachen mit dem Stroh einsammeln. Ich wollte, was ich in der letzten Folge noch vergessen habe, so ein bisschen zu erzählen, einfach das Grundgerüst, das wir haben. Wir spielen auf der Stufe normal. Wir machen ohne Seasons Mod, wie man sieht, weil ich mit dem ehrlich gesagt noch nicht so wirklich warm geworden bin. Ups. Eben auch geplant ist, neben den Schweinen, wir wollen hier im Grunde komplett autark arbeiten. Das heißt, ohne Zukauf von Saatgut, Dünger, Treibstoff, das wollen wir über kurz oder lang alles selbst produzieren. Aber um da erstmal wirklich an Geld zu kommen, werden wir zum einen eben Kompost machen. Weil Stroh brauchen wir im Moment noch nicht so wirklich viel. Und wir werden relativ zügig in den Forst einsteigen. Bäume fällen, Bretterpaletten machen. Aus den Bretterpaletten kommen dann Paletten, Leerpaletten. Die können wir dann über kurz oder lang, brauchen wir die für verschiedene Produktionen. Eine der ersten wird die Pelletsproduktion sein. Das heißt, da brauchen wir Hackschnitzel, also auch wieder Bäume. Und das wird so eines der nächsten Aufgaben sein, nachdem wir hier die ersten Ernten erledigt haben. So, ich hoffe mal, dass Stroh hier reingeht. Ja, wunderbar. Wie gesagt, eben die Forstgeschichte wird relativ bald losgehen. Ich denke, wir werden eben erstmal hier jetzt die Ernten machen. Wenn dann die ersten Traktoren hier loslegen mit dem Pflügen und so, das machen wir wieder mit dem Curseplay. Dann dürften wir genügend freie Arbeitskapazität haben, um dann eben die Bäumchen zu fällen. Aber da brauchen wir auch noch ein bisschen Werkzeug dazu. Das heißt, das wird in erster Linie der MB-Truck, der MB-Truck sein mit Frontlader und dieser Duo XXL Poltergabel. Wir werden gar keinen großen Hänger und sonstige Geschichten fürs Holz uns besorgen, sondern die Baumstämme mit dem Frontlader einfach in die einzelnen Produktionsmaschinen schmeißen werden. Was wir dann aber auch noch brauchen, das ist auch nochmal eine Investition. Wir brauchen entweder Kartoffeln oder Rüben für die Schweinefutterproduktion. Da müssen wir mal gucken.
Wir brauchen dann eben zumindest eine Sämaschine, die eines dieser Geschichten machen kann. Ich werde mir mal kurz hier das Farm Tablet Factory kaufen. Weil da können wir gucken. Weizen, Mehlfabrik, Paletten, Zucker, Brennerei, Hofladen, Tablet, Schweinefutter. Das ist nur Lager. Schweinefutterstation. Erdfrüchte, ja, Raps, Sonnenblumen, da werden wir eher auf Raps gehen, weil das Sonnenblumen brauchen wir das andere Schneidwerk. Getreide ist auch kein Problem. Gut, das kriegen wir hin, aber eben Erdfrüchte. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob die unsere neue Sämaschine, ob die eventuell ich verliere heute den Faden, ob die eventuell Rüben anpflanzen kann. Weil dann wäre das schon mal eine Investition weniger. Sonst müssten wir uns noch eine zweite Sämaschine besorgen oder die Kartoffellegemaschine. So, aber der hier hat seine Arbeit auch schon beendet. Ne, bin ich zu nah rangefahren. So, dann kann der aber gleich, na, muss jetzt abladen. Jo, gut. Gleich rüber auf die 2. Das ist ein Rapsfeld. Und kann da sich nützlich machen und den Raps runterdreschen. Feld Nummer 2. Dann fahren wir da runter. Das wäre dann Südost nach Nord. Da war es doch. Südost nach Nord. Mit 3 Vorgewänden. So rum. Genau, da unten ist der Start, so wie ich das haben wollte. Gut, loslegen. So, das erste Stückchen bis zum Startpunkt mache ich noch von Hand. Und dann darf der hier automatisiert weiter tuckern. Den können wir gleich mal ins Silo kippen. Und dann steht der bereit für die Rapsernte. Entschuldigung. Irgendwas klemmt da im Hals. So. Wunderbar. Dann werden wir gleich mit dem Fendt weitermachen und Stroh einsammeln. Weil bis jetzt der hier, der Deutz, das erste Mal abfahren darf, dauert das noch. So, Maschinchen aus. Und dann geht das hier weiter. Tja.
Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, wir werden, denke ich mal, in der nächsten Folge die Forstarbeit beginnen. Erstmal schön Hackschnitzelchen machen, ein paar Bretterpaletten, dass wir in die Pelletsproduktion einsteigen können. Dann brauchen wir dazu ein Flachbettanhänger, um die Paletten und alles dann nachher transportieren zu können. Ich glaube, wir werden um ein bisschen Kredit nicht rumkommen. Wollte ich eigentlich vermeiden, aber das geht einfach nicht anders. Und wir müssen eben auch den Tiertransporter uns besorgen und die ersten Schweinchen, weil mit Schweinen können wir dann auch produzieren ja dann die erste Gülle, den ersten Mist, die wir dann wiederum zu Dünger weiterverarbeiten können. Mit dem Dünger können wir Saatgut herstellen, also ein Kreislauf, der einfach dann da ist, um die Selbstversorgung sicherzustellen. Das heißt eben wirklich einmal kräftig investieren und dann können wir gut wirtschaften. Muss mal gucken. Naja, wie gesagt, wir müssen relativ schnell gucken, dass wir Zuckerrüben oder Kartoffeln machen. Um dann relativ schnell die Schweinefutterproduktion anschmeißen zu können. So. Die fahren hier einen Stiefel zusammen, das gibt's gar nicht. Oh, hier die Bahn mal noch nehmen. Ja, wir werden halt auch nicht drum rumkommen, zu Anfang Saatgut und Dünger uns zu kaufen. Weil brauchen tun wir's, weil sonst können wir nicht weitermachen und das wäre ja doppelt doof, im Bauernhof, der nichts zu tun hat, der nichts machen kann. Und da, das will ich nicht, das muss nicht sein, das können wir uns nicht leisten. Deswegen lieber einmal Invest machen und dann, ja, gucken wir mal, wie wir da zurechtkommen. Können ja schon mal überlegen, was brauchen wir für den Forst. Wie gesagt, wir wollen den im B-Truck. Da brauchen wir nicht unbedingt die stärkste Version. Wir brauchen den Frontlader, beziehungsweise die Frontkonsole, die Poltergabel dazu, ein starkes Gewicht für hinten. Ja, das sollte, na und die kleine Motorsäge, weil ohne Sägen kriegen wir keine Bäume umgeschmissen. Also, das wird so die Forstausrüstung sein. Dann eben den Viehanhänger brauchen wir. Den müssen wir uns leisten und eventuell eine Sämaschine und dementsprechend einen Kartoffel- oder Rübenroder,
Aber da habe ich ja so ein schönes kleines Modpack mit drin. Die kriegen wir da relativ günstig. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge werden wir das Mega Invest machen und dann geht's richtig los hier. So, hier die anderthalb, drei, vier Bahnen, die noch sind. Drei. Die rupfen wir noch schnell runter. Und dann werde ich bis zur nächsten Folge den Turm hier auf der 2 weiterfahren lassen. Um da mal so, zumindest so ein bisschen weiter zu kommen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bei unserem Mega Schweineprojekt. Im Moment noch ohne Schweine. Ich hoffe, dass wir das in ein, zwei Folgen gelöst haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Schreibt auch was in die Kommentare. Ich würde mich freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Freunde.